Tja, ich warte mal, bis du mich anschreibst. Dann bin ich mal sicher, dass du auch das Video guckst. Wo ist denn die Rheinfähre? Da ist er doch. Ja, aber wir haben auch keine. Jetzt habe ich was für Hoffnung und es kippt. Richtig! So, guten Tag, meine Eierköppe. ja, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben jetzt schon die 170 Abonnentenmarke geknackt. Vielen Dank dafür an jeden Einzelnen da draußen von euch. Glückwunsch! Mein Rücken schmerzt immer noch wie Hölle. Also ich merke auf jeden Fall jede Bodenwelle im Rücken. Ich habe letzte Tage irgendwie 8 Spritzen, beziehungsweise wurde ein Mittel halt auf 8-mal Pieksen aufgeteilt im Rücken. Weil ich konnte gar nichts mehr. Und dann war auch 1-2 Tage wieder richtig gut. Jetzt fängt es wieder langsam an, weh zu tun. Naja. Eine kleine Runde wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Zumindest soweit es der Rücken zulässt. Mal schauen, was passiert. Also eine sportliche Runde wird es auf jeden Fall nicht. Was hast du gesagt gerade? Ja, mal sehen. Ah, gestern? Nee, wie soll ich das sagen? Ich werde gleich die Auflösung der Verlosung machen. Ich meine, so viele haben da jetzt gar nicht dann teilgenommen. Also die Chance an jeden Einzelnen ist ziemlich hoch, dass der mein kleines Präsent gewinnt. Und ich habe mir da gerade so eine, oder in den letzten Tagen, so eine Internetseite ausgesucht, wo man dann den YouTube-Link eingeben kann und dann den Kommentar, den man halt geben sollte, quasi dieses Hashtag Scorpedius, und daraus generiert die Webseite dann den Gewinner. Und das werde ich dann gleich mal live machen, mit euch zusammen. Und bin mal gespannt, wer gewinnt. Und vielleicht treffe ich mich jetzt gleich noch mit dem GT Matze. Und zwar in Xanten, wenn das alles so hinhaut. Ja, ich denke schon, ne? Jetzt habe ich natürlich meine Dual-Vlog-Verkabelung noch nicht verkabelt. Aber gut, so schlimm ist das auch nicht. Also treffen sich schon mal 2 Motovlogger, die aus relativer Nähe, sage ich mal, zusammenkommen. Aua, oh, das tat doch weh. Ich habe auch irgendwie keine Kraft im Becken und Rücken durch den Schmerz, dass ich mich jetzt mit den Beinen hier festklammern kann. Ich bin richtig nach hinten gerutscht. Da ist der 130 Kilo Klops nach hinten gerutscht. Ja. Man muss auch lachen können, auch wenn man Schmerzen hat. Bis zum gewissen Punkt zumindest. Ja. Aber dann halte ich am besten da vorne gleich mal an. Und versuche das dann eben mit der Verlosung noch zu machen. Weil sonst vergesse ich das nachher, ja, das wäre natürlich ziemlich blöd. Oder soll ich das am Ende machen? Ne, ich mache das jetzt gleich hier. Irgendwo, wenn ich ein schönes Plätzchen finde. Da, ich weiß auch wo. Ach, ich weiß auch schon. Ne, weiß ich doch nicht, da fahre ich ja gar nicht lang. Das ist aber auch ein Schrott, den ich da abliefe. Mache ich das hier? So. Eben. Oh. Ja, jetzt habe ich das mit dem Schalten noch wieder hingekriegt. Irgendwie letzte Mal beim Schalten war ja komplett Banane alles. Machen wir eben kurz aus. Mikrofon steckt auch drin. Bei einem Video ist mir das bis jetzt passiert, dass ich das Mikrofon vergessen habe einzustecken nach einem Fotoshooting. Weil dann hatte ich auch Aufnahmen mit der GoPro gemacht, die ich natürlich noch nicht mal verwendet habe. Aber naja, oh, bitte nicht betreten. Egal. So, die Seite nennt sich Comment Picker. Und dann gehe ich da jetzt drauf. Bisschen runter scrollen. Ich mache mal eben Live-Aufnahme an.
1, weil dann könnt ihr das, was ich jetzt sehe, könnt ihr dann auch sehen. Das kann ich im Video einblenden. Das ist natürlich das Coole am iPhone. Jetzt muss ich mal gucken, hatte ich mir den Link schon gespeichert? Einsetzen? Nee. Dann muss ich mal eben auf YouTube. Dann sieht man hier, gehe ich jetzt auf Teilen. Link kopieren. Jetzt gehe ich rüber, setze den hier ein. So, fertig. Und dann Filter Comments based on a specific text. Und da gebe ich jetzt Hashtag Scopedius ein. Hashtag Scopedius. Ja, polnische Tastatur. Gehe ich da hin. Und dann auf Start, glaube ich, ne? Na, erstmal kann man sich anzeigen lassen hier, zack. Sind 3 Kommentare mit dem Herrn. Okay, ist ja wirklich sehr, sehr überschaubar. So. Gewonnen hat Jan Gaming. Da wird die ja, okay, ja, das sagt mir auch was. Jan, du hast gewonnen. Mein kleines Präsent, was ich da zusammengesetzt habe. Ich glaube, du wohnst sogar ziemlich nah an mir dran. Das heißt, da könntest du sogar ein persönliches Treffen mit mir haben, zum Überreichen. Ja, wie gesagt, du musst mir dann noch am besten über Instagram, ich glaube, da hatten wir auch schon mal Kontakt. Ja, ich meine, dass du das bist. der in Budbeck wohnt, wäre natürlich jetzt ziemlich geil für dich und für mich. Du musst mir noch sagen, dann oder schreiben, welches Telefon du hast, damit ich dir halt die Hülle bestellen kann mit dem Logo drauf. Und ja, du hast halt gewonnen. Coole Nummer. Dann sag ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Tja, ich warte mal, bis du mich anschreibst. Dann bin ich mal sicher, dass du auch das Video guckst. Ah, hast du jetzt sogar, wenn du willst, ein persönliches Meet and Greet mit dem heiß berüchtigten Scopedius. So, bin ich am Arsch. So, für mich geht es jetzt weiter hier im Text. Was macht der hier? Langsam fahren. Aber nicht mit mir. Na gut, ich habe jetzt einmal kurz ein bisschen schnell überholt. Und danach muss man aber auch direkt wieder auf die erlaubte Geschwindigkeit runter. Leute, ich habe nämlich letztens, ich habe genau vor einem Jahr, da war ich nämlich in Urlaub, oder fast genau vor einem Jahr, habe ich mit dem Auto ein Forstfahrzeug überholt, was, keine Ahnung, das war auch so eine Strecke hier, das war an der Nordsee, und da war 70, so, und der ist irgendwie 30 oder was, irgend so ein Riesenteil, was auf dem Acker rumfährt, und da habe ich überholt, und da war ich, ja, ganz knapp, also da war ich ein bisschen zu schnell dann natürlich auch und bin aber direkt danach wieder auf 70 runter. Und genau da haben die mich gelasert, die Schweine. Hat mich jetzt 100 Euro gekostet. Das gibt eine Anzeige. Ja, und dann war dann genau der Zeitpunkt, wo die Regierung irgendwie die ganzen Punktesysteme und überhaupt Strafdinge alles umgestellt hat und dann wieder zurückgenommen hat. Und als sie mich erwischt hatten, war das gerade angehoben und ein paar Tage später wurde das erstmal wieder zurückgenommen. Und dann habe ich halt Staatsverkehrsamt oder dieses Strafdingens da angeschrieben. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und was denn nun Sache ist, weil sich das jetzt schon wieder alles geändert hat. Und dann habe ich lange nichts gehört. Und jetzt auf einmal ist ja, müssen sie doch bezahlen. Und ja gut, dann bezahle ich dann eben, naja, weil der Urlaub eben 100 Euro teurer. Ich habe gar nichts gemacht. Aber ich habe keine Punkte oder so gekriegt, nichts. Also da war ja außerhalb und so schnell war ich dann auch wieder. Ja, da waren bestimmt über 20 km/h. Eben in dem Überholvorgang. Einmal Gas gegeben und dann war ich, ja. Ihr kennt das doch alle, ne? Die Auto fahren oder Motorrad fahren, du überholst. Bis mal eben 20, 30 km/h schneller. Und dann, genau dann stehen die Affen da und lasern dich. Ja, dann ist das eben so. Ja, jetzt wo ich auch so mit dem Rücken hatte, bin ich ja ziemlich wenig Motorrad gefahren und auch bei dem Wetter jetzt. Also ich bin dann öfters auf Twitch unterwegs, online, Scopedius und dann diesen Unterstrich am Ende, klein geschrieben alles. Ich habe in einem Video, aber das kommt aber erst später online, da mache ich ein bisschen Werbung für meinen
Kanal da und ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal eröffnet, der hat gerade mal 2 Abonnenten, davon bin ich einer, ich selbst. Und zwar lade ich da gewisse Zocker-Videos hoch, momentan bin ich auf den Valheim-Trip. Ist auch nichts Besonderes und das mache ich einfach nur so nebenbei, weil da brauche ich nicht schneiden. Wenn ich genau weiß, ich gehe jetzt irgendwo hin in dem Spiel, dann nehme ich das mit OBS kurz auf und lade das hoch und Arschlecken sozusagen. Also da mache ich mir auch keine großartigen Mühen. Ich mache das einfach so nebenbei, just for fun, weil das nimmt keine Arbeit und so und vielleicht macht das ja auch mal Spaß. Aber so zwischen Sachen in dem Spiel bin ich live auf Twitch. Und den Twitch-Kanal solltet ihr in Zukunft euch mal merken. Klar, jetzt momentan zocke ich da ein bisschen viel online, aber eigentlich hauptsächlich habe ich den gegründet, oder ich hatte den früher, aber ich habe den halt umbenannt auf Scopedius, damit alles zusammenpasst. Wenn ich in ein paar Monaten einen neuen Handyvertrag habe, den mache ich dann auf jeden Fall mit Unlimited Datenvolumen, dann kann ich euch auch live auf Twitch während der Fahrt mitnehmen. Und dafür ist eigentlich hauptsächlich der Kanal auch gedacht. Und dafür wird in Zukunft auch, also der Twitch-Kanal wird dann so ein Mix-Kanal werden, so zwischen Zocken, wenn ich denn mal Bock habe zu zocken. Also der Twitch-Kanal in Zukunft für solche Geschichten hier sein. Aber den missbrauche ich jetzt für beides sozusagen. Und ja, ich bin jetzt unterwegs nach Xanten zur Rheinfähre. Und soll ich hier mal überholen? Ja, ich fahre echt, filter mal hier vorbei. So. Ich bin sehr sonnenlichtempfindlich, also manchmal sehe ich die Ampeln gar nicht und ich habe schon dunkles Visier. Ja, so ist das, wenn man rote Haare hat, helle Haut, dann bist du automatisch direkt sonnenempfindlich. Das sind halt die Ginger-Gene. Ich weiß auch nicht, ey. Warte mal, Bisslicher Insel rein. War das hier? Nee. Wo ist denn die Rheinfähre? Da ist er doch. Das war der GT Matze. Glaube ich zumindest. Grüne GPZ, Borkener Kennzeichen, das kann nur GT Matze sein. Der hat übrigens auch schon, also für meine Verhältnisse, einen recht großen YouTube-Kanal. Hat er schon die 1000 Abonnenten? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder 700 oder 800 Abonnenten? Oder hat er schon die 1000? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Der macht auch verdammt viele solche, wenn der in die Alpen fährt oder so, Tourenvideos. Finde ich sehr interessant, gerade auch andere Gegenden einfach mal zu sehen. Aber ist da Bisslicher Insel, ist dann da auch die Rheinfähre? Ich meine, dass das, nee, das muss, ja, das war da. Ich hatte jetzt gerade einen Denkfehler. Ja, ich hatte echt gedacht, dass ich da, wo Xanten da die meisten Motorradfahrer sich mal treffen, da rein muss, aber nee, das war hier vorne schon. Und ich war da ja schon ein paar Mal, auch früher mit meinen Großeltern, da immer Kaffee trinken und so an der Rheinfähre. Und ich bin da früher auch schon mit der Fähre drüber gefahren. Aber hier steht doch nichts von Rheinfähre, oder? Ich fahre jetzt einfach mal hinterher. Ich meine nämlich, dass er das gewesen ist. Also ich bin jetzt hier auf den Spuren von GT Matze. Ja. Ist der mit seiner grünen GPZ? Ja, richtig geil. Ich finde die ja richtig geil und ich habe die auch in meinen Videos bewertet. Und dann seht ihr die jetzt quasi, ja, was heißt live, aber halt in meinem Video. Ich liebe dieses Teil einfach. Ich hoffe, dass er damit da ist. Wohl die CB1300, die da hat, ist auch richtig geil. Alter, ist aber ganz schön voll hier, dafür, dass Corona-Morona ist. Ja, da ist er. Ja. Wo ist denn mein Ding hier? Ich kann nur mit links aufmachen. Ja, ich habe dich direkt erkannt. Genau. Ich habe mir extra meine dicken Handschuhe rausgeholt. Bin ja immer so frostig an den Fingern. Ja, Hände habe ich nicht so die Probleme mit. Ich habe Sommerhandschuhe an. Die trage ich auch im Winter. Ständerfail? Kenn ich. Das ist mein erstes Mal mit jemandem mit Intercom, der nicht bei mir hinten drauf sitzt.
Ah ja, jetzt kannst du mal gucken, wie weit so ein Ding erreicht. Sollte bei mir, glaube ich, 800 Meter sein, angeblich. Bei meinem war 1 Kilometer. Ja, durch dieses Mesh, ne? Nee, rein Bluetooth. Ach, rein Bluetooth, okay. Mesh quasi unbegrenzt. Wenn in einer Gruppe, wenn eine Gruppe zum Beispiel 20 Kilometer ist, ne? Ja. Und du hast in regelmäßigen Abständen ein anderes Intercom mit Mesh, kannst du dich von ganz hinten mit dem Fahrer ganz vorne unterhalten. Das ist ja geil. Ich habe jetzt gerade hier nur 60 PS zur Verfügung. Ja, ich wollte eigentlich nur testen, ob das dann noch geht. Ich habe eben noch meine Verlosung gemacht von meinem einjährigen Scorpedius-Video. Ah ja. Deine hat zwei Zylinder, glaube ich, ne? Ja. Das ist der Motor von der 900R, halbiert. Ah. Und aufgebohrt. Von dem Top Gun Modell, ne? Genau. Ja. Von Tom Cruise. Ja, die ist echt geil. Den Motor hier gibt es auch als 450-Version, einfach nur halbiert. Okay. Und es gibt eine Shopper mit diesem Motor. Die EN5? Genau. Ja. Und die ER5 hat auch diesen Motor. Allerdings, das ist die stärkste. Okay. Die anderen haben alle unter 50 PS und ich habe die 60. Ich habe andere Nockenwellen. Ja, 10 PS sind 10 PS. Ne? Bei so einem leichten Motorrad merkt man das schon. Ja. Bist du überhaupt schon mal lang gefahren? Ja, bin ich schon mal lang gefahren. Wir müssen uns so ein Thema überlegen. Stimmt. Ja. Ich bin eben erst aufgestanden. Ich habe noch lange zu Hause versucht, ein LAN-Kabel vom zweiten Stock in den Keller zu kriegen, aber keine Chance. Ich habe ja im Keller mein Büro sozusagen mit Computer und alles. Ja. Und ich habe jetzt so ein, ja, dieses LAN, diese Powerline-Adapter über Steckdose. Aber ich habe so ein billiges, da so ein 300 Megabit-Ding. Und da unten kommt so wenig an. Die von Fritz nehmen die Repeater. Die sind super. Ja, gut. Über WLAN, ich will da Kabel haben. Ich habe mir jetzt gestern einfach mal kurzerhand die schnellsten Dinger, die es von Devolo gibt, die neuen, da mit dieser neuen Technik bestellt, 100 Euro. Wenn das nichts ist, schicke ich da wieder zurück. Was haben die von Fritz gekostet? Glaube ich 40 Euro oder so. Ich habe einen zu Hause. Funktioniert echt zuverlässig und schnell. Aber das ist ein WLAN-Repeater dann, ne? Ja, WLAN-Repeater. Ja gut, ich habe nirgendwo in der Zwischenstelle, also unter uns wohnt ja noch jemand anders. So, das ist ja dann. Sonst hätte ich ja einfach gesagt, boah, keine Ahnung, irgendwie hätte ich das irgendwie anders machen können, ne? Aber du willst nicht wissen, wie bei mir zu Hause, wie dick die Killerdecke ist, ey. Ja, wir Opa hat da richtig mit Stahl reingepackt. Ja, das ist natürlich auch geil. Ja, wir haben keinen Stahl, wir haben ja, das ist ein Altbau und wir haben noch Holzboden alles. Also da ist nichts mit Stahl oder so. Und WLAN, es geht ganz leicht bis in den Keller. Je nachdem, wo ich in meinem Kellerraum bin, habe ich mit meinem iPhone sogar WLAN empfangen. Aber also ich probiere jetzt erstmal meine Devolo-Dinger aus. Ich sag mal, jetzt momentan habe ich vielleicht 8 Megabit Durchsatz oder so. Das ist ja nix. Das ist gar nix. Zum Online-Zocken hat es bis jetzt immer gereicht, aber ich kann dann nicht gleichzeitig ein YouTube-Video hochladen. Das geht einfach nicht. Nein. Und ich wollte halt ein bisschen mehr bauen. Ich habe ja von Unity Media die 400.000er Leitung da. Und davon kommt dann nur ein Furz im Keller. Runterschalten. Ja, hab ich auch. Aber du bist immer noch da. Also geht schon eine gute Distanz. Ja, funktioniert auch immer sehr gut. Na gut, ich denke, das macht aber auch dein Szene aus, weil das ein bisschen besser ist als meins, ne? Ja, das hat Kraft, das schickt es weit raus. Ja. Wenn ich jetzt mit meiner Frau unterwegs bin und die geht jetzt, sag ich mal, wir halten hier an und die geht hinterm Busch pinkeln, dann ist das manchmal schon weg. Also ja. War hier nicht irgendwo mal so ein Aussichtsturm? Boah.
Nicht, dass ich wüsste. Ja, doch, irgendwo hier. Oder kommt der erst noch? Ist doch sonst Bäcker Schweiz, oder nicht? Nee, ich weiß gerade nicht, wie man die Gegend hier nennt, aber hier fahre ich auch ab und zu mal ganz gerne entlang. Ja, ich meine, dass da, hier kommt er jetzt sonst weg und da war so ein Holzturm, so ein Aussichtsturm. Der ist aber schon seitdem Corona angefangen hat gesperrt. Da okay. Weiß ich nämlich, da war ich jetzt ungefähr genau vor einem Jahr, bin ich mit meiner Frau da hingefahren, wir wollten da hoch, beziehungsweise sie geht hoch, ich guck zu, weil ich habe Höhenangst. Und dann, er ist ja dann auch so Feldweg, Schotterweg. Und wir sind halt im Standgas gefahren und sie hat sich gerade nicht festgehalten. Der Standgas hat gerade so ein bisschen angeschoben. Da ist sie fast hinten runtergefallen. Oh. So, in dem Kreisverkehr habe ich mir meine Schraube reingefahren. Ach du Scheiße. Genau in dem Kreisverkehr. Da hatte ich gerade den Führerschein fürs Auto. Boah. Mit sowas hatte ich immer Glück. Nee, doch, ich hatte einmal einen Platten auf der Autobahn mit meinem Audi. Und hier auf dem Platz da, habe ich dann den Reifen gewechselt. Ich hatte einen alten Golf, der hat ja noch Notrad. Ja, stimmt, sowas hat. Mein Auto hat er gar nicht mehr. Ich habe so ein blödes Luftzeug da drin. Ja. Ah, doch viele Mopeds heute unterwegs, ne? Ich habe massenweise gesehen heute schon. Ach, geil, noch eine Monkey. Ja. Monkeys. Ja. Die sind wieder richtig im Kommen, ne? Ja. Machst du Animes? Nicht so. Also ich hab mal, warte mal, wie heißt das? Es gab mal so eine Serie, die wurde jetzt auch verfilmt. Death Note habe ich geguckt. Ah ja. Aber das war es dann auch schon mit Anime. Gut, aktuell läuft ein Anime, der heißt Super Cup. Kenn ich nicht. Kennst du nicht die Honda Super Cup? Weiß ich nicht. Die gibt es mittlerweile auch in Deutschland zu kaufen. Das okay. ist das meistverkaufte Motorrad der Welt. Ah, krass. Cup steht für Cheap Urban Bike. nicht wirklich hier. Na? Also, du bezahlst dafür wie eine ganz normale 125er. Mein Gott. Ja gut, wahrscheinlich in irgendwo Indien, Indonesien oder was, da kriegst du wahrscheinlich hinterhergeschmissen, ne? Genau. Ja. Und da gibt es noch einen anderen Anime. Oh, da sind so viele Motorrad-Klischees drin. Die Kawasaki, unter den japanischen Marken, die Kawasaki war natürlich immer die schnellste. Ja, Kawasaki ist ja top. leider von den japanischen Herstellern laut Chain Brothers der schlechteste. Okay. Was Zuverlässigkeit so angeht. Ja, ich glaube, ich habe das auch mal gesehen. Er hat das verglichen, ne? Anhand der ganzen Statistiken. Ne? Genau. Ja, hatte ich gesehen. Und da werden so die gesamten Motorrad-Klischees aufs Korn genommen. Na gut, dann müsste man für mich persönlich sagen, Suzuki wäre sowieso das Schlechteste. ja, auf die, alle hacken immer auf die Suzuki-Fahrerin rum. Ja. So, die bei der Ducati, die Ducati geht ständig kaputt. Ja. ja, die Yamaha und Honda, die laufen immer. Ja, Honda ist ja, es war ja auch nicht umsonst jahrzehntelang Motorenlieferant für MotoGP. Richtig. Beziehungsweise Moto2. So. Und jetzt sind ja Triumph die Motoren für Moto2. Ja. Jetzt habe ich eine Stunde. Ja, reicht ja. Naja. Aber hält schon lange, also meins auch. Wenn der schon meckert, dann kann ich teilweise noch, ja, auch ein, zwei Stunden fahren noch. Ja. Aber weißt du noch, wo ich meine Motovlogs direkt über, also meine Sprache über Sena aufgenommen habe und wenn der dann gemeckert hat, dann habe ich noch zwei Videos aufgenommen und dann bin ich noch rumgefahren. Stimmt, die brauchen wir auch immer. Naja, wir reden schon die ganze Zeit. Ja, aber wir haben auch keine... Jetzt habe ich was für Hoffnung und Eschkipf. Warum macht er denn da jetzt Spötte stehen? Das frage ich mich auch, ey. Hinterradrutscher gerade, wir haben den Wagen, die Hinterradrutscher. Ah, fast Crash gehabt.
Ja, ich konnte halt schlecht gucken, wie viele Autos da jetzt waren und direkt die Kurve. Ja. Und dann hat ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass die direkt weiterfahren, als sie abgebogen ist. Ja. Aber anscheinend nicht. Ja gut, jetzt habe ich was für Horsepower Dashcam. Ach so, schießt das dann dahin oder was? Ja, die Ja, geil. Der oh, Blitzer. Stimmt. Seit wann? Und der Blitz von beiden Seiten, Achtung. Das ist von beiden Seiten Blitzer. Hopp. Blitzer ohne Personal. Ja, diese von beiden Seiten. Ja. Das wär's gewesen. Ja, das ist auch eine schöne Kurve hier immer. Aber früher, nee, hier war immer schon 70. Hier war immer schon 70. So, ich hab geplant. Ich habe ich fürs 200. Video. Das geht doch nicht. Ja, geil. Ja. 200. Video ist schon top. Den Kubi Ente hatte ich beim 100. Ich habe ihn jetzt beim 200. Geil. Wie viele Abonnenten hast du schon? 1000? Nee, 756. Ja, ich hatte vorhin noch überlegt. So, kurz bevor ich, also da habe ich dich gerade getroffen und dann habe ich überlegt, wie viele Abonnenten du schon hast. Da war ich auch so zwischen 700 und 1000, aber ich war mir nicht sicher. Irgendwo in den Kapellen. Ja, hier habe ich mir mal eine Ducati geliehen. Wo das denn? Ich meine, wir müssen gleich irgendwo links. Da kommst du am Linksfeld, ja, ja. Aber hier links ist kein Händler. In Kapellen ist mir so nichts. Aber wir können ja mal langfahren. Dann fahren wir nämlich Richtung Hamm. Das ist eine schöne Strecke. So, und dann muss ich mal eine Begrüßung machen. Wir müssen ja zwei Videos aufnehmen. Einmal für dich und einmal für mich. Ja, ich bin ja in meinem Video schon lange drin. Schon bevor ich dich getroffen habe. Ah, okay. Ich war schlau. Dann mach mal. Ich halte mal meinen Mund. Den Kollegen, den er hier sieht, das ist der Scorpedios. Hallo. Und wir kommen zu Video Nummer 200. Hausnummer. Ja, haben wir irgendwie ein Thema? Naja, eigentlich nicht, ne? Naja, nicht so richtig. Außer den Fastunfall vorhin. Ja, genau. Außer den Fastunfall, den ich gerade hatte. Ja. Weil einer meint, mitten auf der Straße stehen bleiben zu müssen. Und nicht abbiegen zu wollen. Ja. Volle Möhre mit Hinterradrutscher. Hinterrad blockiert. Ah, siehst du mal, wie schnell das geht, ne? Ja. Oh, was ist das denn? Ein Cadillac? Jo, anscheinend irgendwie sowas. Meter, oder? Ja, so ungefähr. Eigentlich 2 Meter. Boah, ich bin schon lange nicht mehr lang gefahren. Ein Jahr bestimmt. 8 Stücke kenne ich, ja. Ah, ich bin auch hier ewig nicht mehr lang gefahren. Hattest du eigentlich schon mal mit dem Motorrad einen Unfall? Ja, ich habe sogar Video drüber gemacht, ist aber noch nicht online. Ah, okay. Tatsächlich habe ich, ja, kann ich ja sagen, ist ja egal, ob man das jetzt bei dir sieht oder bei ja mir. Er scheint ja eh vorher bei dir als bei mir. Ja, das kann gut sein. Ja, ja, ich hatte einen richtigen Motorradunfall. Da hatte ich noch keinen Führerschein. Da war mit meiner ersten Maschine, die hat mein Vater damals abgekauft, auch eine Kawasaki ZZR 600, umgebaut als Street Fighter. Ui, ui, ui. Und habe ich auf meinem Instagram-Kanal schon mal Fotos hochgeladen von dem Teil. Ich glaube, das habe ich gesehen. Und, da war ich noch ganz jung. Und lass mich da mal zwischen 18 und 20 gewesen sein, habe ich halt da rumgeschraubt. Und ich hatte damals eine Garage, die war relativ außerhalb oder an der Grenze von außerhalb von dem Ort, wo ich damals gewohnt hatte, im Strahlen. Das ist direkt neben Venlo an der holländischen Grenze. Ah, und ja, da war halt so eine schöne Strecke, so wie das jetzt hier, so ein paar Kurven. Und ich bin halt jahrelang schon immer Roller gefahren und dachte mir, ja komm, dann kannst du auch Motorrad fahren. Ne? Ja, geradeaus ging. Aber ich habe unterschätzt, wie schwer ein Motorrad in der Kurve ist. Und habe die Rechtskurve nicht gekriegt und geradeaus ins Feld geflogen. Und das ging dann hier an der Straße so runter und dann war ein Maisfeld, ich bin vorne rüber geflogen. Eieiei. Der Motorrad war Schrott, das konnte ich danach verkaufen. Gabel vorne war alles im Arsch. Ich hatte Glück, bin halt weich gelandet. Ja, ich hatte vor anderthalb Jahren einen Motorradunfall. Da habe ich mein allererstes Motorrad leider verloren. Das ist übel, ey. Ja, die gute alte Honda 750. Ach ja, genau. Ja. Und
Ja, Geld habe ich immer noch nicht. Oh. Wie ist das passiert? Ähnliche Situation wie gerade. Oh. Aber so ähnlich. Ich bin hinterm Auto hergefahren. Ja. Ganz gemütlich, war beladen mit Koffern. Ich bin in Stuttgart gestartet. Vom Porsche Museum aus. Ah, da war ich auch schon. Ja, total geil. Was ich später erfahren war, dass ich in der Nähe von der Löwensteiner Platte dann meinen Unfall hatte. Oh. Wer die Löwensteiner Platte kennt, oder kennt man halt von den Videos aus von Slutty. Ja. Ja, fuhr ein Skoda vor mir her. Der hat dann, wollte dann rechts abbiegen. Dann so, oh nee, ich will ja doch nicht rechts, ich will ja links. Knut stand volle Möhre, VW Touran. Der Skoda fliegt in den Wald. Oh. Also das vor mir fahrende Auto, der volle Möhre in den Sack geplatzt gerade. Der Touran macht dann nochmal so eine schöne Schraube und steht dann nachher quer auf der Fahrbahn. Und ich kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Warum bist voll vorgebrettert? Und bin noch in den Touran rein. Ah, ja. Schnell war ich nicht. Sonst wäre es übel ausgegangen. Ich hatte noch so 10, 15 km/h drauf. Ja, das reicht, ne? Ja, das reicht. Der Motorrad war Schrott. Also Gabel kaputt. Dann konnte ich die nicht mehr halten. Dann ist er noch umgekippt. Dann war die Schwinge krumm. Zerdellt, Verkleidungsteil gebrochen. Na, übelst. Ja. Ja, wie schnell das passieren kann, ey. Und oftmals muss man selbst gar nicht schuld sein. Genau. Also das passiert übelst schnell. Ja. Aber sonst danach habe ich keinen Unfall mehr gehabt. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Ich habe einen miterlebt, habe ich auch in meinem Video erzählt, was jetzt noch online kommt. Aber wahrscheinlich ist es dann schon online, wenn deins jetzt irgendwann hochkommt. Und zwar war vorletztes Jahr, da waren wir im Motorradclub in Frankreich. Und da sind wir immer, ich schätze mal, so 400 Motorräder. So, und ihr könnt euch ja vorstellen, wie dann so eine Gruppenfahrt aussieht, ne? Ja. Wenn du in der Mitte bist, hast du vor dir kilometerweit nur Motorräder und hinter dir auch. Ah, fahren wir geradeaus. Und vor mir war eine Frau, die, ich schätze mal, die war zwischen 40 und 50 ungefähr. Die hatte eine LS650, so eine kleine Suzuki-Shopper, so ein Einzylinder-Ding. Ah, okay. Und die hatte frisch ihren Führerschein. Und es war richtig heiß, also über 30 Grad. Und dann bei so vielen Motorrädern hast du noch mehr Wärme und richtig fahren kannst du dann ja auch nicht. Und die hatte auf der Autobahn, kurz bevor wir über die Grenze sind, hat sie ihr Gepäck verloren. Das war das erste Ding. Das heißt, da mussten auch schon ganz viele anhalten. Dann hat sie vergessen zu tanken. Da mussten wir Sprit organisieren. So, und dann irgendwann war die dann vor mir. Und da fahren wir, ja, hier lang. Und dann ist sie so schwankend gefahren. Und du musst ja wirklich bei so einem Pult, musst ja gucken, dass du auf deiner Linie bleibst, ne? Ja. Beim Versetztfahren. Und das hat die nicht mehr hingekriegt. Ich glaube, die war auch richtig dehydriert. Die war schon mit den zwei Sachen vorher total überfordert. Das wollte ich gerade gefragt haben. Na, bin ich getrunken? Ja, gehe ich mal von aus. Und da waren wir aber schon in Frankreich und da war schon so ein bisschen diese, ja, nicht Gebirge, aber so ähnlich wie eine Eifel, sag ich mal. Und am Hang fahren. Und wir waren rechts von dem Berg und rechts von uns ging es locker 4-5 Meter runter. Boah. Da war eine Linkskurve. Dann standen da, so wie da jetzt ungefähr, nur ein bisschen steiler die Kurve, zwei Bäume und die ist genau an den Bäumen vorbeigeschossen. Ich weiß nicht, ich glaube, die wollte bremsen, die ist so komisch gefahren und hat statt die Bremse zu ziehen noch Gas gegeben und ist dann noch runtergeschossen. Ich dachte, die ist jetzt tot. Echt? Erst hast du gedacht, die fährt vor dem Baum, weil dann wäre, die ist auf einmal losgeschossen. Ich dachte, was macht die denn jetzt, ne? Ja, Gott sei Dank hat sie sich, ich meine, das war nur Schlüsselbein oder sowas, die ist halt auch vorne rüber, unten war, oh, fahre ich so langsam? Ja, wenn ich ja, 60. Ja, okay. ja, ich konzentriere mich gerade mehr aufs Quatschen als aufs Fahren. Und auf jeden Fall, ja, da war auch, das Gras war richtig hoch, also sie hat richtig Glück gehabt, dass sie direkt vorne über dem Lenker geflogen ist, im Flug schon. Aber die war komplett auf, die war zwar wach, aber auch ansprechen war fast gar nicht möglich.
Ich habe sofort oben, bestimmt ein paar Motorräder habe ich zum Stehen gebracht, weil ich habe, ist jetzt wichtiger als die Fahrt. Und dann war, auch Gott sei Dank einer, der dann in der Nähe war, der war auch Ersthelfer. Mit denen sind wir, bin ich dann direkt runter. Wir haben dann also hier Polizei angerufen, Krankenwagen und alles. Ja, die hat nochmal Glück gehabt, ne? Aber da dachte ich auch jetzt, da war schon so ein Schockmoment so ein bisschen. Na, ich hatte, da hatte ich auch gerade im Führerschein, habe ich mich auch mit der 750 so auf die Nase gelegt. Bin ich auch aus der Kurve geflogen. Aber am Motorrad selbst ist Gott sei Dank nichts passiert, wenn du da am Weichen landet. Ja. War eine Linkskurve. Ah. Das ist schon heftig, ey. Ja. Ja, das hattet ihr jetzt auch gebracht, Simon. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und er erledigt sich von selbst. Ja. Aber der war die ganze Zeit vor uns, glaube ich, ne? Ja. Oder hat er, hab ich gar nicht mitgekriegt. Der war eine ganze lange Zeit. Und ja, mit dem Roller hatte ich auch schon mal, haben wir auch schon mal hingelegt. Bin ich ja so eine Frau hinten drauf gefahren, war vorne alles kaputt. Mit 30 km/h in die Stadt musste man reinziehen. Oh. Ja. Ja, sonst an Unfällen hatte ich an sich wenig. Mit dem Auto hatte ich mal so einen leichten Ditscher. Da ist mir einer hinten reingefahren. Dann habe ich mal einen Parkrempler gehabt und ja, das einzig richtig heftige ist, ich habe mal einen Reh umgehauen. Oh. Das, Reh. Ja, ich wollte zur Arbeit nach Wesel. Damals habe ich im Wesel gearbeitet. Aha. Und ja, fahr so lieber nicht die Hauptverkehrsstraße, sondern lieber so über Land. Weil auf den Hauptverkehrswegen hast du ja alles. Du hast jede Menge Autos, jede Menge LKWs und da hatte ich halt einfach meine Ruhe, konnte meine 100 fahren und hatte meine Ruhe. Ja. Komm so aus dem Dorf raus, aus Dingen. Oh geil. Bieg dann rechts ab Richtung Wesel. Da ist erst eine Kurve, da ist 50 erlaubt. Nach der Kurve ist 100, beschleunige da auf 100. Und kurz nachdem ich auf 100 beschleunigt hatte, sprang da so ein Vieh raus. Und ja, ich habe das voll um Möhre erwischt. Da bist du auch völlig machtlos, da kannst du nichts machen. Nee, das ist vorbei. Ja. Ja, da hat nur gerumst. Ich habe dann halt nur gedacht, ja, jetzt nützt eine Vollbremse ja auch nichts mehr, habe ich gemütlich gebremst. Ja. Weil das Vieh hab ich auch schon genietet. Ja, ja, richtig. Weißt du, die Schweinerei ist, du darfst dann noch nicht mal mitnehmen zum Grillen. Richtig! ja, war auch gut weich geklopft. Oh. Ja gut, hab dann die Polizei angerufen. Während ich die Polizei angerufen habe, habe ich dann die Unfallstelle abgesichert mit einem Warndreieck und dann so, ach, was liegt denn da? Ach, da ist ja mein Kennzeichen vorne. Konnte ich mein Kennzeichen einsammeln? Polizei kam dann. Der Typ, der Polizist da total entspannt. Ja. Ja, ist ja nichts wirklich was Besonderes. Also, was geklärt werden muss, der nimmt dann halt auf und gut ist. Ja, richtig. Er geht zu meinem Auto hin, leuchtet da vorne so, boah, haben sie ja gut vorne erwischt. Ich sag ja. Und später, kurz bevor ich weggefahren bin, habe ich dann gehört, das Reh ist doch Quatsch. Ja. Und welcher. Eben hier anhalten, weil mein Abriss wäre. Ah, okay. Ich habe nämlich noch einen dabei. Dann kann ich. Machen wir gleich einen neuen Synchronpunkt. Gut, dass ich das mit dem Intercom habe. Aber für eine. Das ist aber nervig, ne? Jetzt mit diesem. Mediamod, ja. Auch, ne? Ja. Deswegen habe ich auch eine Powerbank dran. Ja, ich hatte da auch mal vor, auszuprobieren alles. Sollte ich mir mal angewöhnen. Oh, genau eine Fliege hier zwischen. Brauchst du?
Den kannst du nicht rausziehen, wegen weil. Ich vergesse ja jedes Mal. Ich bin hingegangen, ich habe mir, das meine ich, das sind M6-Schrauben. Deswegen habe ich mir hier normale M6-Schrauben und dann habe ich hier schönen Imbus. Das erste Mal war ich da auch dran, bestimmt 10 Minuten, auf dem geht das nicht raus. Bis ich mal auf die Idee gekommen bin. Ja, warum baut man sowas, weißt du? Weltkonzern, was sowas angeht. Ja. Na gut, andere Hersteller sind auch nicht besser. Also meistens reicht immer eine Akkuladung für so ein Video bei mir aus. Ich bin aber vorher ja schon gefahren, ne? Ja. Naja. Als wir losgefahren sind, hatte ich 60%, dachte ich, ja gut, vielleicht reicht er noch. Aber für eine 500er hat die einen echt geilen Sound. Du fängst an zu onanieren? Ja, das stimmt. Aber ich finde sowieso die Sounds von zwei Zylinder immer geiler. Wunderbar. Genau. So Leute, ich bin auch wieder da. Akku war gerade ein bisschen leer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Material jetzt fehlt, aber... Also ich kann auch alles bei mir von der Tonspur holen. Ja, ja. Also ein Backup hätte ich jetzt aber im GT Matze. Genau. Ja. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. So, frischer Akku ist drin. Hast du auch mal Zubehör-Akkus dafür mal benutzt? Nee, ich habe zwei Originale. Ja, jetzt habe ich auch zwei Originale. Aber ich habe jetzt, da fiel mir gerade ein, weil ich jetzt den Zubehör-Akku aus Versehen eingepackt hatte. Der geht nur so ungefähr 40, 45 Minuten und dann spinnt die GoPro, dann macht die so komische Bildfehler. Ah, okay, komisch. Das macht die aber nur bei diesen Akkus. Okay, lustig. Ja, ich hab hier mir eine fette Powerbank dran mit Kabel. Ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch. War doch auch eine Z750. Die hat nur von vorne sehen kurz. Das war eine Tausender. Ich muss den Auspuff sehen, sonst kann ich die nicht unterscheiden. Ja, da waren die zwei hinten. Das Motorrad mit vier Pfeifen. Genau, mit vier Pfeifen. Nee, mit fünf. Warum fünf? Die fünfte sitzt drauf. Ja. Ja. Ach so, hier muss man aufpassen, die blitzen hier immer, die Schweine. Die ist 30. Ah, oh, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ehemaliger Arbeitskollege von mir hat auch eine Z1000, auch so eine. In der Farbe, die du hast. In Schwarz, ja. So, ich finde das, also anfangs fand ich da immer das die schönste Z. Mittlerweile jetzt gucke ich auch schon neuere Modelle. Vorhin, wo ich sagte, oh, da waren zwei schöne Zs. Nicht die neue, die da vorne war, sondern die dahinter. Das ist, glaube ich, zwei oder drei Modelle nach denen. Nach meiner hier. Die finde ich auch richtig geil. Ich fand die Z1000 SX irgendwie interessant. Ja, wollte ich gerade sagen, weil das genau das Modell ist, was es als SX gibt. Weil die hatte ich auch irgendwie so ein bisschen im Auge, irgendwann mal in Zukunft vielleicht so eine 1000er SX zu holen. Die nennt sich ja jetzt ja nicht mehr Z1000, sondern Ninja, ne? Die neuen Modelle. Ninja 1000 SX. Ja, das ist aber genau das gleiche. Genau, heißt woanders. Ja. Das hier ist Müllverbrennungsanlage. Ach, da ist Müllverbrennung? Ja. Ich habe einen sehr guter Freund von mir, arbeitet in der Müllverbrennungsanlage Hagen. Hagen? Ja, in Hagen, ja. Der Andi mit seiner 1250er Bandit. Ah, ich habe auch noch eine Bandit gehabt, eine 600er. Ja, Bild hast du mal gezeigt. Ja, kann sein. Oder ist auch bei dir auf dem Kanal, meine ich. Ja, das einer der ersten Videos, glaube ich. Ja. Vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Eine Bandit wollte ich mir auch holen. Eine 600er. Nur, bloß nicht. Nur als ich gelesen habe, dass die 600er auch so manchmal ein bisschen wasserscheu sind. Ja, da sagst du was. Wasserscheu, ja. Ein bisschen, ja. Habe ich mir gedacht, nee. Nee, das war ein Motorrad, das würde ich mir nie wiederholen. An sich sind die ja zuverlässig, außer wenn man, dass ich Gläser wasserscheu, nein. Ja, gut. Das Problem ist ja nämlich, bei den Bandits, da sind ja so Gummikäppchen oben auf dem Zündkerzenstecker. Ja, aber nur bei den alten. Ja, nur bei den alten. Und, die härten ja nach einer Zeit aus und dann geht das undicht. Und dann kommt da Wasser rein. Und das Wasser fließt da nicht gut ab. Nee, wo soll es auch hin? Genau, wo soll es auch hin? Ich hier zum Beispiel bei der GPZ oder bei der CB 1300 habe auch fliegende Zündkerzen und Zündkerzenstecker. Und man konnte richtig die Abläufe sehen. Ja.
dass das Wasser da schnell weg kann. Ist bei der Bandit, glaube ich, nicht so gut gemacht. Und dadurch geht der Zündfunken überall hin, nur nicht in die Zündkerze. Ja, ja, nur nicht, wo der hin soll, ja. mir war die viel zu weich, die Bandit. Meine Frau hat sich gefreut, weil wir saßen beide quasi, ist ja nur so Sitzbank, ne? Ja. Weiß ja, wie die Bandit aussieht. Also zu zweit fahren ist das natürlich entspannt, aber naja, für mich war das nicht gut genug. Und ich war so blöd. Ich hatte vorher eine CBR 600 und mit der bin ich richtig gut gefahren. Ich habe die damals wegen Rückenprobleme, wollte ich ein Naked Bike haben. Ja. Und dachte mir, komm, günstig kriegst du auch eine Bandit. Die habe ich auch richtig günstig gekriegt, da musste ich die ja neu lackieren und alles. Also das wusste ich ja, dass ich da alles machen muss. Und anfangs war ich auch begeistert, aber 72 PS sind eben nur 72 PS. Und dann war ich ganz schnell, da war mir zu wenig. Ich bin, war mit 73 PS mit meiner 750er immer zufrieden. Obwohl das Ding ein Eisenschwein war von 230 Kilo vollgetankt. Ja. Ja, da war, die hatte mir nicht genug Rums und ja, vielleicht wäre das auch anders gewesen, wenn das ein hartes Fahrwerk gewesen wäre und so. Ich bin ja auch nicht gerade der Leichteste, obwohl damals war ich noch leicht, da war ich noch 30 Kilo weniger, aber... Bei dem Job, den du hast, bin ich auch zunehmen. Ja, ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Das wollte ich jetzt nicht erwähnen. Ich bin mehr der Herzhafte. Also wenn es irgendwo also Bratwurst... Steak, ne, Steak, Bratwurst, Braten... So einen schönen fetten Schweinebraten, Rinderbraten, Rouladen. Rinderbraten ja, Rinderrouladen ja, aber mein absolutes, also mein Kryptonit ist Hackfleisch. Also Kohlrouladen, lecker. Ja, Kohlrouladen sind auch lecker. Meine Schwiegermutter macht leckere polnische Kohlrouladen. Sag mal, hast du schon mal eine große Tour gemacht mit Motorrad? Ja, nicht, ne? Doch, oder? Sehr viel, sehr klar. Mit dem Motorradclub machen wir schon immer 1000 Kilometer und mehr. Rot? Ja, ja, sehe ich. 1000 Kilometer und mehr. Ich meinte über mehrere Wochen. Oder nee, mehrere Tage. Das habe ich noch nicht. Ja, über mehrere Tage das schon, ja. Aber nicht in der, Form, wie du das kennst. Aber was ich vorhabe, ist irgendwann mal nach Norwegen zu fahren mit dem Motorrad. Das Erste, was ich jetzt, das will ich dieses Jahr noch, wenn es klappt, dann wegen Corona, nach Dänemark zum Autostrand. Das ist das Erste, was ich jetzt vorhabe. Und wahrscheinlich tue ich mich da auch schon mit jemand anders auch zusammen, der macht auch YouTube-Vlogs. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Brad Kalan heißt der fährt mit seiner Harley durch Bremen. Nee, und, den kenne ich nicht. Ja, der macht auch coole Videos, aber... Das ist eine andere Art von Videos, ne? So ein Harley-Fahrer halt, aber ein junger Harley-Fahrer. Und mit dem bin ich auf Instagram eigentlich ziemlich dicke so. Und ich hatte mal in irgendeinem Videos erwähnt, dass ich das vorhabe dieses Jahr und hat mich angeschrieben, ob wir das nicht zusammen machen können. Ja, ich hoffe, er hat die Grenzen irgendwann mal aufmachen und Dänemark uns reinlässt und auch wieder rauslässt. Dann, warst du hier schon mal in Mörs? Ja. Ja, muss ja, wenn du da schon gefahren bist, dann warst du ja auch schon. In Mörs war ich auch öfters mal essen. In dieser Shopping Mall ist ja dieser Japaner. Kennst du den Japaner Nori? Nee. Muss mal hingehen, total lecker da. Ich habe dieses Jahr vor, mal zur Nordschleife zu fahren. Ich war noch nie da. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geschrieben, ne? Ja. Nordschleife. Ja, mach das mal. Ja. Und fahr auch mal. Ja, hab ich mal vor. Warst du oben schon mal? Nein, da war ich noch nicht. Ja, müssen wir mal demnächst mal hin. Da kannst du, ja, von da den ganzen, ja, was heißt den ganzen Ruhrpott, aber so ganz Duisburg kannst du dann sehen. ThyssenKrupp hast du dann da hinten auf der anderen Seite, auf der Rheinseite. Kannst von da oben alles sehen. Ah, ThyssenKrupp, wo du das sagst. Was ich total lustig finde, ThyssenKrupp liegt in der Umweltzone. Ja, ja, stimmt. Ja. Du wirst machen das einen Sinn, du darfst mit deinem... alten Diesel da nicht reinfahren, ja. Aber jetzt steht da ThyssenKrupp. Ja. Ja, stand vorher schon da, die Umweltzone nicht. Ja, genau. Ja. Hat mein Vater früher seine Ausbildung gemacht. Als Schlosser. Ja, ich bin ja auch Metaller. Du bist auch Metaller? Ja, ich bin anders Metaller. Schon lange nicht mehr gemacht, ey. Ja.
Kommt erstmal der ganze Dreck da hinten raus. Ich bin so zufrieden mit meiner Cover. Ich liebe dieses Teil einfach. Ja, jetzt noch eine Meldung. Ich glaube, ich bin gleich weg. Ja. Und ich denke mal, dass ich dann jetzt einfach mal hier schnell den Cut mache und sage, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich. Wenn ihr mehr von Scorpedios sehen wollt, abonniert ihn. Aber ich hatte jetzt eh vor, da vorne rechts ist nämlich gleich so ein NATO-Rampe, nennt sich das, direkt am Rhein. Da wollte ich hinfahren und dann hätte das noch bis dahin gereicht, hättest du da beenden können. Aber ich hätte dich ja mal vorwarnen können. Egal. Vielleicht reicht es ja noch zufällig. Genau, vielleicht reicht es ja noch zufällig. Dann lasse ich das Video einfach bis dahin noch weiterlaufen. Genau. Na gut, wenn der einmal mehrmals piept, dann... Ja. Ist es echt kurz vor Ende. Ja. Und du bist weg. Und das war's. Ja. Weg. Oh, der GT Matze ist jetzt weg. Sein Sena ist leer. Das heißt, ich bin jetzt die letzten paar Meter allein unterwegs. Außer, ja gut, er ist hinter mir, aber ja, man kann nicht mehr hören. Ja, war auf jeden Fall jetzt eine entspannte Tour. Wir fahren jetzt zur NATO-Rampe. Und dann machen wir quasi auch Ende mit unserer Tour an der NATO-Rampe. Ich hoffe, da ist jetzt nicht so viel los. Und wir haben spannende Themen gehabt. Von einem beinahe Unfall, der ihm passiert ist. Ich denke mal, guckt bei ihm auf dem Kanal. Sein Video wird irgendwann in Zukunft hochkommen. Es ist sein 200. Video für YouTube mit Motovlogs. Und wir haben eine spannende Niederrhein-Tour quasi gemacht. Also eine lockere Niederrhein-Tour. Haben über Unfälle geredet, was ich ja schon auf meinem Kanal eigentlich hatte. So, aber so ein bisschen Smalltalk halt. Seine Erfahrung, meine Erfahrung, ein bisschen zusammengetragen. So. Ja, ich hatte gedacht, dass wir hier das Video zusammen beenden, aber dein Akku hat ja nicht gehalten. Nee, ja. Der hat vorher den Geist aufgegeben. Ja. So Leute, dann bin ich wenigstens dran hier. Ich mache dann jetzt hier Schluss für heute. Die Tour mit GT Matze war super. Super netter Kerl. Ich hoffe, er war vielleicht in Zukunft... War wirklich nett mit dir? Hä? War wirklich nett mit dir? Ja. Für mich habe ich ja eben schon gesagt, erste Mal Dual-Vlog sozusagen oder erste Mal mit einem Zehner verbunden zu sein, war auch sehr geil. Nette Gesprächsthemen gehabt, das Video wird ein bisschen länger sein. Dann die Verlosung von meinem einjährigen Scorpedius ist drin in dem Video. GT Matze verlinke ich bei mir hier unten im Kanal. Guckt da auf jeden Fall vorbei, die Maschine kennt ihr sowieso. Ne? Genau, war ja ein Video von euch. Von genau, dir. War ein Video drin, habe ich super bewertet. Ist ja auch ein Kawasaki-Schätzchen. Ne? Kawasaki sind ja dreckig. Egal, ist Kawasaki, die darf auch dreckig sein. Die fährt trotzdem. Ja, Leute, haut rein und schaut wieder vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.